Gerade hat er das Panel noch bereichert hier beim Handelsblatt Kamingespräch in Münster. Jetzt ist er bei mir, Jörg Kube. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie waren auf der Suche nach Innovation und haben was ganz Verrücktes gemacht, nämlich Ihre Kunden befragt, mit einer großen Befragung sozusagen. Was ist dabei rausgekommen, was hat Sie am meisten überrascht? Naja, der Beratungsbedarf an Innovation, an Digitalisierung ist groß. Wir haben festgestellt, dass die Investitionen in digitalisierte Projekte noch vereinzelt zurückhaltend sind und dass es da auf der Finanzierungsseite einen großen Nachholbedarf beim deutschen Mittelstand gibt. Wie kann eine Bank Mittelständlern helfen beim Innovieren oder beim Weg durch die Digitalisierung? Naja, in erster Linie über Expertise und Erfahrung. Der Mittelstand von heute braucht einen Sparringspartner. Der Mittelständler hier in der Region will jemanden haben, mit dem er über seine Zukunftsprojekte spricht. Und er möchte ganz gerne von der Erfahrung der Bank über die vielen Gespräche, die eine Bank führt, profitieren und da eine ehrliche Meinung von einem Partner hören zu dem, was er künftig vorhat. Eine große Rolle spielt auch Mentalität, natürlich bei den Mittelständlern, aber auch bei Bankern, wenn zum Beispiel um Kreditvergabe geht. Sie haben eben gesagt, heute in der Welt kann man nicht mehr nur auf so Maschinen gucken, die man abschreibt und das irgendwie berechnet, sondern es gibt auch viele immaterielle Werte, die aber eine große Rolle spielen. Was meinten Sie damit? Naja, in erster Linie geht es darum, dass du als Bank nicht hingehst und dich nur als Geldgeber verstehst. Du musst als Bank hingehen und sagen, ich will das Geschäftsmodell meines Kunden verstehen. Ich will das Geschäftsmodell heute verstehen. Und ich will verstehen, was die Werttreiber in Zukunft sind, um das Unternehmen in die nächsten Generationen zu überführen und die Herausforderungen bei der Digitalisierung verstehen. So, wenn ich das verstehe, dann muss ich auch so ehrlich als Bank sein, zu sagen, dass vielleicht traditionelle Finanzierungsformen, sprich ich bewerte heute eine Maschine, die investiert wird und gebe darauf einen Kredit X, ich muss verstehen, dass es vielleicht nicht mehr die Maschine morgen ist, sondern dass es die Idee ist, die morgen finanziert werden will, dass es immaterielle Wirtschaftsgüter sind, die eben nicht Niederschlag in der Bilanz finden in Form von harten Anlagegegenständen. Und da muss ich als Bank mich auch flexibel aufstellen und sagen, diese Investition ist mindestens genauso wichtig wie die Investition, die ich früher in Maschinen getätigt habe, und hier auch ähnliche Bewertungsmaßstäbe heransetzen für die Kreditvergabe. Wir haben hier heute mit rund 25 Mittelständlern aus der Region Münster gesprochen. Sie kommen hierher und sind hier auch tätig sozusagen. Was spricht für diese Region, gerade im Hinblick auf Digitalisierung und Innovation? Naja, der Münsteraner trägt den Pelz grundsätzlich nach innen. Das heißt, er spricht nicht über sein Geschäft, er spricht schon gar nicht über Geld. Was für die Region spricht, ist die Breite an Mittelständlern. Das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das sind die vielen, vielen Unternehmen, die vielleicht nicht zu den Milliardenunternehmen der Region gehören, aber dennoch solide Arbeitgeber in der Region sind und für Innovation in der Region stehen. Wir haben viele Hidden Champions in der Region, wo Produkte in große Anlagen einfließen, die vielleicht nicht überregional bekannt sind, aber dennoch sind deren Produkte viel im Export zu finden und befinden viel internationale Beachtung. Und hier gilt es eben, diesen Mittelständern genau diese Beachtung zu widmen, wie man es für große Unternehmen in anderen Regionen vielleicht tut. Der Münsteraner ist sehr solide. Der Münsteraner verfügt über einen Fund von tollen, guten Mitarbeitern, von Fachkräften, die sehr loyal zum Unternehmen und der Region stehen. Und das ist der Nährboden für Innovation. Herr Kube, vielen Dank. Gerne.